Ich begrüße euch total und recht herzlich bei Avia Movie. Avia Movie, freie Presse. Die Kunden haben gefragt und nun machen wir es doch. Ein Video. Hannelore Kraft, wirtschaftliche, politische Firma, SPD, macht auch jetzt bei YouTube solche Videos. Kunden haben gefragt, ob ich als Avia Movie, als Medienkanzler nicht doch wieder vor die Kamera treten könnte und irgendwie was ausdenken, zum Beispiel Film, Figuren, Theater, über Figuren sprechen. Am 29.12. kommt Creed. Assassin's Creed von Ubisoft ins Kino. Am 29.12.2016 kommt das ins Kino. Und wir haben jetzt schon die Figuren besorgt. Na, hier. Mal gucken wegen dem Licht. Ist immer so eine Sache. Gut. Ja. Wie gesagt. Worüber kann man denn hier Videos machen? Meine Güte. Videoblog. Ja, machen wir einen auch. Videoblogger. Als AWA Movie Videoblogger hier im Copyhouse, Copy and More, Film, Figuren, Theater, im Hause Sondersender Nordrhein-Westfalen, Ultra HD Web TV. Ja, ist also eine richtige Firma. Ihr wisst ja Bescheid, ich bin ja, ne, und so. Ihr seid total recht jetzt willkommen. Die Kunden sind ja hier. Wie gesagt, die haben mich sehr oft gefragt und die waren ziemlich verdutzt. Soll ich? Auf einmal, ihr wisst genau, komm. Als User, als Jugendlicher der Userväter, der Gründungsväter, der Monster Pixel von Nintendo, Sega, Sony und wie sie alle geheißen haben. Davor waren ja erstmal Amiga, C64, Atari und so weiter. Also aus der Welt der 60er, 70er und 80er Jahre soll ich, Oldi, euch einen erzählen, ihr, die alles ja, besser also, wisst, ihr, die eure Smartphones da in der Hand haltet, die Ursprungsväter der 70er Jahre, Monster Pixel Väter, da kam ja alles her. Ende der 70er, 80er Jahre kam VR, Rasenmähermann, Tron, ne? Hier, das, ne, die Dinger hier, ne? Ah, mal gucken, ob ich euch sehe, öffnen hier. Hallo, boah, ey, alles in 3D. Okay, das ist natürlich jetzt ein Spaß, den ich mir erlaube hier. Da ist die Sache wegen Smartphone. Ja? Hier kommt das Smartphone rein und dann kann man dann alles in 3D sehen. Von der Firma Pearl mal eben übergeben. Ne? 3D. So, 70er Jahre war noch analog digital wandeln. Man musste das analoge digital wandeln und da kam er. Ende der 80er. Mad Hexo. Ich habe das Buch besorgt. Ich hatte noch das große Glück, das Buch. Ja, ich kann auch analog lesen. Macht Spaß. Max Headroom, meine lieben Freunde. Ich werde euch Mad Hexroom. Ich hoffe, dauert noch ein bisschen. Man hat mir ja gerade gesagt, so am spätestens am 15. Weil es kommt natürlich alles aus den Staaten. Ne? Kommt alles aus den Staaten. Max Headroom in Deutsch hatte ich das große Glück. Band 4. Band 4 noch zu, ach, ich freue mich jetzt schon drauf, das zu lesen. Ich werde dann 30 Jahre zurückfallen, oder fast schon 40 Jahre zurückfallen. Oh Mann, sogar noch weiter, stelle ich gerade fest. Wow, Wahnsinn. Also, wie gesagt, über Mad Hexroom werden wir reden. Meine lieben Freunde, ARD Werbung und BRD, Bayerischer Rundfunk, haben eine erstklassige Serie im Programm. Und das sind die beiden, ja. Hä? Hubert und Staller. Hubert und Staller, die ins Gras beißen als Spielfilm. Der lief ja vor kurzem im Fernsehen, im ARD, ist klar. Dann die Staffel 1 bis 3 besorgt. Hubert, ne? 1 bis 3, das sind über 18 CDs mit Folgen drauf. Dann, wie gesagt, der Spielfilm. Und dann natürlich noch 4 besorgt. Einfach natürlich Staffel 4. Hätte ich auch. Die hätte ich mir jetzt auch als Blu-ray, aber ist albern. Wenn die ersten sind alle nur in DVD angeboten worden, sogar der Spielfilm ist in DVD angeboten worden, warum soll ich dann Blu-ray kaufen? Also Hubert Staller hier, oh, 1 bis 4 plus Spielfilm. Hubert und Staller,
1 bis 4 und Spielfilm. Kann ich euch nur empfehlen. WDR-Werbung, ARD-Werbung, beziehungsweise mittwochs 18.50 Uhr. Und natürlich Bayerischer Rundfunk, freitags um 20.15 Uhr. Hubert und Staller. Ne? Heiter bis tödlich, die Serie macht Spaß. Danach kommt München 7, macht auch Spaß. Kaufe mir sicherlich auch noch. Ja, worum soll ich... Also die Kunden möchten, dass ich wieder Videos mache. Wie gesagt, ich habe es eingestellt 2016. Hier waren so viele Regisseure. Hier waren so viele Schauspieler. Vom Tellerwäscher zum Schauspieler zum Beispiel. Ja? Tellerwäscher, Altenpfleger, ja, wollten dann große Stars werden. Damit kann ich nicht arbeiten. Tut mir leid. Ist also nicht so einfach. Die richtigen Schauspieler kosten richtig Geld und das richtige Schauspielern, den richtigen Film herstellen, kostet Zeit und Geld. Also müsst ihr euch mit mir vorlieb nehmen. Ja, ich bin euer ABA Movie. Ich werde eintauchen in die Welt der SPD und CDU, wie die alle heißen. Denn eines müsst ihr euch vorstellen. Die SPD ist ein wirtschaftlich-politisches Vereinigungsmitglied, auf Deutsch gesagt, die Frau Hannelore Kraft. Das ist ein Unternehmen, ein wirtschaftlich-politisches Unternehmen. Eine Bürgerin, die gesagt hat, wählt mich. Ich werde dann für euch Bürger in Stellvertretung euch vertreten. Ja, keine Ahnung, was die da uns vertreten. Meiner einer hat sich lang genug selbst vertreten, ist ja ein Selbstständiger. Selbst und ständig, Krankheit kennt er nicht. Ja, was soll man da machen? Also Filmfiguren habe ich auch versucht. Ich habe also versucht, diese Filmfiguren euch als Film, als Serie zukommen zu lassen. Aber in der heutigen Zeit, also in der schnelllebigen Zeit, in der sogenannten VR-Zeit, die auf uns zukommt, da freue ich mich. Also in die VR-Zeit, da freue ich mich, da bin ich ehrlich. Da kann ich mich nicht mehr in die Ruhe in die Ecke packen. Ja, VR, kann ich mich in die Ruhe und dann kann ich eintauchen. Die Microsoft-Brille ist mir ein bisschen zu teuer, 3.600 Euro im Moment. Diese hier zwischen 900 und 1.000, die nicht. Ist klar, die kostet, keine Ahnung. Ne? Gibt es ja schon ab 3 Euro eine 3D-Brille fürs Handy bzw. Smartphone. Also Smartphone werde ich nicht vorstellen, werde jetzt vielleicht das 7er mit Brille, mal gucken, warum auch nicht, aus Spaß, aber ich weiß nicht. Ja, für mich ist das schwer, weil ich bin wirklich Profi, ich komme daher, ich bin wirklich IBM, Siemens, da komme ich her und dann die Pixelväter aus London, beziehungsweise Rob Howard, wer kennt, also einige von euch wissen ja, deswegen kann ich es ja öffentlich machen, einige wissen ja, wovon ich spreche, einige waren ja dabei. Ja, an alle User der Pixelväter, der Monster Pixelväter der 70er Jahre, ihr wisst, wovon ich spreche. C64, Amiga, Atari, den ersten Pentium, das erste 3D, die ersten Brillen, Tron, Rasenmähermann, Mad Hex Room. Ne? Ja, wie gesagt, wir können uns mal gucken. Also ich lade euch jetzt alle total recht herzlich ein beim User-Blog, als Blogger. Ich versuche aus der Welt des Wahren, virtuellen, wie auch analogen, digitalen, aus dem wahren, echten Leben Anekdoten hier in die Videokamera hineinzusprechen, um euch vielleicht zu animieren, mitzumachen. Ihr könnt ja dann vielleicht eure eigenen Videoclips unten drunter packen, ihr dürft ja auch wieder schreiben. Also, 1966 hatte ich die Idee, da war ich ja ein Kind, 10 Jahre alt. Jetzt könnt ihr mal anfangen zu rechnen. Wir haben jetzt 2016 und ich habe es geschafft. 1966 hatte ich die Idee, Datenhighway, Anbindung und so weiter. 2016 haben wir es geschafft. Ich stehe kurz davor, die richtige zu bekommen. Ich habe die noch von damals, Cyberboy. Wer sich daran erinnern kann, Cyberboy. Auch diesen Pinball, den richtigen Apparat Pinball. Konnte man dann am PC anschließen, konnte man echtes Pinball spielen. Leute, wir haben Pinball gespielt, aber wirklich super tolle Pinball-Spiele gespielt. Wir haben Virtual Reality Sachen gemacht in den 70er, 80er Jahren. Dann kam IMAX mit 3D. Hatten wir also 3D. So, heute haben wir alles im Smartphone. Ich kann mich glücklich schätzen, dass ARD diese Serie hat, Hubert und Staller. Ich kann mich glücklich schätzen, dass ich Mad Hex Room nochmal bekomme als komplette Serie. Ich werde es euch vorstellen.
was soll man denn? Ja, was denn? Also, als Blog, ja, ich soll jetzt nicht in die Kamera sprechen. Also, ich bin hochgradig inspiriert durch Frau Hannelore Kraft, SPD. Also, wie gesagt, da hätte ich auch Lust drüber zu sprechen. Das, also, wie gesagt, so eine wirtschaftliche, das ist Wirtschaftlichkeit. Das ist, dass die sauer sind, dass jetzt die AfD kommt, ist doch klar. Wenn so eine wirtschaftlich-politische Vereinigung, ja, mehr ist das nicht, das ist ein Verein, ne, und so, die möchten Geld verdienen. Das ist ein reines Geld verdienen. Kirche ist ein Verein, Kirche ist eine Firma, Religion ist eine Firma, ist ein Verein. Alles ist in Firmen, Vereine, Gruppierungen, die die Wirtschaftlichkeit irgendwie in sich selber aufnehmen wollen. Die möchten Geld verdienen. SPD möchte Geld verdienen, CDU möchte Geld verdienen, CSU möchte Geld verdienen. Alle wollen Geld verdienen. In dem Moment, wo die Piraten kamen, haben sie Geld verdient, da haben sie sich erschrocken und waren sie weg. Und die anderen nenne ich erst gar nicht. Ne? Die anderen nenne ich erst gar nicht. Ich meine, FDP ist auch eine Firma, die kann man ruhig nennen, die Linken kann man auch nennen, die Grünen kann man auch nennen, das ist auch eine Firma. Es sind alles Firmen, die von anderen Firmen gesponsert werden. / Lobbyisten. Das sind Firmen, das sind alles Firmen. Das ist alles nicht das, was wir, und ich bin hochgradig irritiert, wenn man in den 50ern, also ich bin vor 1990 und ich spreche jetzt zu den, die vor 1990, die werden mich jetzt verstehen und vor allen Dingen alle, die nach 1945 geboren, die werden mich jetzt mal richtig verstehen, an alle. Wir hatten das doch alles schon. Wir hatten den Kalten Krieg. Nicht beinahe, sondern wir hatten ihn. Da wurde richtig gebastelt, gebaut. Die Raketen standen schon hier links, da rechts und ne, SS-20, SS-12 und so weiter. Die Kuba-Krise hatten wir, die Schweinebucht. Da war richtig was los, 66 etc. Wir hatten die Mondlandung, wir hatten Elvis, wir hatten das alles schon. Wir hatten das alles schon. Die Jugend von heute, was hat die? Die hat DSDS. Ja, und andere Sachen, keine Ahnung. Da, ne? Ich bin nicht richtig raus. Ja? Wenn man 10 Jahre war, 1966 und jetzt 2016 ein Unternehmen hat, wo man endlich wieder Mad Hacks rumlesen können. Ach herrlich. Ja. Ich werde euch vorstellen, den Mad Hacks Room. Die Serie, wie gesagt, bestellt aus Amerika. Dauert, bis es kommt. Jo, dann werde ich ich werde in VR einsteigen. Sobald Sony hat mich auch gerade geschrieben. Also Sony werde ich sicherlich übernehmen für die PS4. Die wird dann da hinten eingebaut. Studio ist alles weg. Kein Bock mehr drauf. Ich habe keine Lust mehr auf irgendwelche Schauspieler, die keine Schauspieler sind. Eher Tellerwäscher oder Altenpfleger. Oder hausierende Leute da, die froh sind, dass sie dann irgendwie sich selbst vermarkten können. Keine Lust drauf. Also ich biete euch dann VR. Darüber können wir dann reden. Wir können uns über die Spiele unterhalten. Wir können dann auch, wie gesagt, über die Figuren uns unterhalten, die zu den Spielen passen. Ich suche halt noch Akteure, jugendliche Akteure, weil einmal für die Jugend, einmal mache ich diesen Blog für mich selbst. Ne? Ich schaue mir den dann selber an, ist ja klar. Alle, die von 1990 und vor 1945 geboren, die wissen Bescheid, worum es geht. Ich habe so viele Kunden, die sind Profis, ja, die wissen genau, worum es geht. Habe so viele Kunden, die überhaupt keine Ahnung haben von digital, die überhaupt nicht wissen, was eine E-Mail ist und die total überfordert sind. Und wie gesagt, ich helfe, wo ich kann. Tagtäglich 10 Stunden, 7 Tage die Woche. Und davon bin ich 5 Tage, 10 Stunden für alle Kunden live vor Ort. Also analog ansprechbar und ich helfe digital. Ja, die anderen beiden Tage bin ich ja mehr im Studio und denke mir da einige Sachen aus. Deswegen kam ich jetzt darauf, wie Hannelore Kraft, wie gesagt, einen Videoblog macht. Hannelore Kraft macht einen Videoblog. Ich denke mir da sicherlich auch noch was zu aus. Frau, unsere Kanzlerin, Frau Merkel macht auch so einen Videoblog. Alle machen so Videoblogs, die Jugendliche da ansprechen möchten. Ich möchte versuchen, wieder was anderes zu machen. Ja, ich weiß nur nicht was, aber schätzungsweise irgendwas. Wie gesagt, VR, wir steigen in VR ein. Wir unterhalten uns über Serien, wie ja. Staller und Co. Ja. Ne? Hubert und Staller. Wie gesagt, die Kunden haben mich gerade gefragt. Wir werden Feierabend gemacht, machen jetzt hier diesen Videoclip. Über den Tag zu sprechen, was ich alltäglich hier, ich habe auch gerade, wie gesagt, der Frau Hannelore Kraft geschrieben, weil mit einigen Sachen bin ich überhaupt nicht einverstanden. Sie vertritt uns ja. Ne? Ist ja unsere Chefin hier in Nordrhein-Westfalen.
Wir können uns auch politisch irgendwie, so einen politischen Block, um die Leute aufzuklären, was überhaupt Landesgrundgesetz bedeutet, seit dem 18. Juni 1950 hier in Nordrhein-Westfalen, rechtsgültig. Alle sprechen ja immer vom Bundesgesetz, ne? Also Bundesgrundgesetz. Da sind sie ja immer fleißig unterwegs, da Menschenrechte. Aber das Landesgrundgesetz, da wo sie leben, da wo sie wohnen, da wo die Stadt ist, der das Sagen hat, da wo man Bürger ist, da wo man wohnt, ja, die Gesetze kennt man nicht, ist man erstaunt, wenn man dann Fragen stellt und dann die Grundkenntnisse nicht hat. Auch die Polizeigesetze, darüber könnten wir uns unterhalten. Die Gesetzmäßigkeiten einer Handlung, ja, man sieht ja bei Facebook, über Facebook könnten wir reden, was wir da tagtäglich sehen, die Abläufe, ja, eine Menge. Stellt doch Fragen, ich gebe dann Antworten. Wie gesagt, Kunden haben gefragt. Meine Kunden, ihr seht, ich bin wieder da, ich habe die Kamera angemacht. Einige haben ja auch gerade erst den Laden verlassen, hier den Shop. Denn der Sondersender ist der einzige begehbare Web-TV-Sender hier in Nordrhein-Westfalen, wo man selber machen könnte, freie Presse, sich niederlassen, auslassen. Ich habe die Grünen hier, ich habe die Linken hier, die hohen Herren von SPD und so weiter und CDU, die kommen natürlich nicht, die haben ja alles, das sind ja hohe, große wirtschaftliche Unternehmen. Die Kleinen halt, die kommen hier hin, denen helfe ich dann, ihre Parolen da fertig zu machen, ihre Dossiers fertig zu machen. Ja, die Künstler kommen auch hier, sehr viele Komparsen, einige schreiben ja an Bücher immer noch. Die stelle ich aber auch nicht mehr vor, nur wenn sie Lust und Laune haben. Einer möchte gerne sein Buch vorstellen, werde ich auch machen. Der war bei der Mord mit Aussicht, Tatort und diverse andere. Letztens war er noch bei Max, ja, hier auch in der ARD, da lief wohl, glaube ich, nicht so gut. Ist ziemlich schnell wieder abgesetzt worden. Sollte an sich hier in der Stadt Essen spielen, wurde natürlich ganz woanders gedreht. Das sind immer so schöne Sachen, ja. Die drehen immer irgendwo und tun dann so, als ob das die Stadt wäre, wo sie gerade wären. Das finde ich auch so toll. Ja, das finde ich auch so toll. Da werden hier ein paar Schnappschüsse gemacht, dann kommen sie hier rein, filmen da. Und dann wird das immer wieder eingeblendet. Und jeder meint, das wäre da, das ist da gar nicht. Ach, ich finde Filme machen finde ich ja so toll. Man kann da so viele Sachen machen. Zuerst haben wir auch gedacht, an Star Wars zu sprechen. Hier Star Wars. Aber Star Wars kam zwar gut an, ja. Aber naja, die Figuren sind schlecht. Also die alten Figuren von Kenner, die waren super, spitze. Geht kein Weg dran vorbei. Und die neue Qualität der neuen Figuren macht keinen Sinn. Wie gesagt, wir sind jetzt hier auf die den muss ich euch noch eben zeigen. Hier ist er verstorben. Leider verstorben im November, Dezember 2015. Ist die einzige Figur, wo man noch richtig Gitarre spielen kann. Mal gucken, komme ich dran. Ja, also mit ihm könnte man richtig Gitarre spielen. Er ist ja, also Lemmy ist ja bekannt. Der Sang hat ja immer so gesungen. Murder Eat. Die andere Figur war mir zu teuer. Die kostet jetzt in 18 cm Größe. Die ist hier 25 cm. Die 18, die ist so klein. Die war mir zu teuer. Die kostet schon 800 Euro. Nee. Also er hier wird auch immer teurer. Ne? Ist klar. Ist ja auch limitiert alles. Ja, wie gesagt. Wir werden einsteigen in Ubisoft, wir werden einsteigen in Sony sowieso mit diesen Brillen, wir werden einsteigen in die Videowelt der Serien, wir werden einsteigen in die Bücherwelt, wenn es sie überhaupt noch gibt. Ja, so, jetzt bin ich wieder weg, war eine Vorankündigung, ihr habt gemerkt, bin hochgradig, wie in einem Asterix-Comics komme ich mir vor. Umzingelt von Kollegen hier, denkt nichts, macht nichts, weiß nichts und kann nichts. Und ich bin erkält nichts, weil er bringt nichts. Ne? Also ich erkläre nichts, weil er bringt nichts. Ja, ich bin also wie gesagt hier, mache meinen Videoblog, bin über Frau Hannelore Kraft gestolpert, diverse andere Politiker. Ja, da sind natürlich Korophäen, den hört man natürlich eher zu, wie meiner einer, der dann schon seit über... Ja, rechnet aus, seit 1966 macht. Ne? Ja, ist kein Scherz, ist alles da.
Es ist alles da. Der erste Blue Room ist da, die Hi8-Kamera ist da, das Overlay ist da, die Amiga ist da. Der Cyberboy. Mhm. Ich glaube, ich habe sogar noch einen alten Nintendo. Oder einen alten Gameboy. Ja. Ach Mann. Ich komm ins Strudel, du ehrlich. Also, ne? Leute, war nett, dass er dabei war. War nett, dass er eingeschaltet hat. Ich versuche mein Bestes. Ich versuche es. Ich mache Videoblogs. Einer kurz und auch schnell. Der hier, da war die Ankündigung. Ich bin wieder da. Hurra. Ne? Reicht ja, oder?